Hallo und herzlich willkommen am einen Freitag. Heute möchte ich mit euch mal das Paket öffnen, da ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher bin, welche Kooperation oder um welche Kooperation es sich handelt. Es sollten zwei laufen. Eine davon sollte hier drin sein. Und ich möchte jetzt erstmal mit euch reingucken in dieses Paket, bevor ich mich nachher auf den Weg mache, was hole, und dann brauche ich das jeweilige Teil gar nicht. Also von daher, wir öffnen jetzt einfach mal erstmal diesen Karton. Es ist nun mal nicht so einfach, wenn man dann was bekommt und man weiß gerade noch gar nicht, von wem kam da was. Wir öffnen hier unseren Karton einfach mal. Um zu sehen, was ist denn hier drin? Schauen wir doch mal rein. Ah, es ist sehr, sehr gut verpackt. Sehr, sehr gut. Ja, muss ich echt sagen. Das ist mal richtig schön verpackt und somit auch gut geschützt. Ich nehme mal den Karton zur Seite und wir machen jetzt hier einfach mal weiter. Wir öffnen es. Einmal, ja, ne, nicht zerruppen, erstmal gucken. Ja, hier können wir wahrscheinlich das Ganze einmal abziehen. Ihr wisst, ich öffne sowas liebend gerne und auch ein bisschen, wie sagt man so schön, ja, mit Freude, könnte man glatt sagen. Und damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Damit hätte ich jetzt gerade nicht gerechnet. Eine Aufbewahrungstasche. Also, das ist was, wo ich jetzt echt nicht mit gerechnet hätte. Schaut mal. Schaut euch das mal an. Gerechnet schon, aber nicht in dieser Qualität. Das muss ich schon dazu sagen. Das ist ein Ladegerät. Und zwar für alles, was mit Batterien zusammenhängt. Das heißt, Autobatterie, Rollerbatterie, Motorradbatterie, alles, was mit einer Batterie zu tun hat, um sie zu laden. Und ich muss sagen, das ist recht gut verarbeitet. Ein Lüfter ist verarbeitet. Und hier hinten steht es auch, 12 Volt und auch 24 Volt. Dieses Gerät stellt sich von ganz alleine ein. Man braucht hier nichts großartig weitermachen, aber
dafür bin ich ja da, um dass wir rausfinden, wie ist dieses Gerät? Wie funktioniert es? Wie läuft es? Wie lädt es? Kommen wir mal zu dem kleinen Handbuch. Einmal auf Englisch. España. Dann Deutsch, was für uns sehr wichtig ist. Einmal, ich muss mal gucken. Deutsch fängt hier an und geht noch auf die nächste Seite. Das Gerät ist wohl recht selbsterklärend. Das werden wir auf jeden Fall noch rausfinden. Dann haben wir hier noch Italienisch, Französisch und Japanisch. Gut, das ist das kleine Handbuch, was dabei ist. Und wir müssen jetzt aber trotzdem erstmal los und eine Batterie besorgen. Und an der Garage angekommen. Das heißt, es nur noch öffnen. Ja. Ja, es geht um diesen Roller. Da möchte ich die Batterie ausbauen und mitnehmen. Und dann bin ich an Überlegen, ob ich mir mal wieder einen anderen Roller mitnehmen soll. Den Roller brauche ich, glaube ich, gar nicht zu bewegen. Aber ich könnte dafür einen Schlüssel gebrauchen, um das Lenkrad mal umzulegen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt die Batterie hier mal mitnehmen. Das seht ihr jetzt natürlich nicht groß, aber es sind auch nur zwei Schräubchen vom Deckel und dann nochmal zwei Schräubchen von der Batterie und schon habe ich die Batterie ausgebaut. Ja, Deckel runternehmen und die Batterie ausbauen. Ich hoffe natürlich, dass die Batterie auch noch heile ist und nicht defekt ist. Das ist meine Hoffnung. Die Batterie kam ja hier damals neu rein. Noch raus, dass die Batterie da drin nicht rumwackeln kann und die Batterie raus. Das ist keine Gelbatterie, das ist auch noch keine wartungsfreie. Die müssen wir jetzt allerdings mitnehmen. Und jetzt ist noch die Frage, mit welchem Roller fahre ich jetzt demnächst mal? Ich weiß es wirklich noch gar nicht. Ja, welchen Roller ich hier mal wieder bewegen soll. Das ist immer noch die offene Frage. Wir fahren jetzt auf jeden Fall wieder runter. Vielleicht hört ihr auch, ich bin noch nicht ganz fit, aber auf den besten Weg, wieder fit zu werden. Wir fahren jetzt runter und laden oder setzen diese Batterie mal an das neue Ladegerät. Viel kann man hier nicht erlesen, möchte ich sagen, aber es gibt einen Wintermodus, einen Sommermodus, das ist ein Erhaltungsmodus. Wenn die Batterie ausgebaut wird und an das Ladegerät bis zur Saison, sage ich mal, wieder dran oder angeklemmt bleibt, dann habt ihr einen Winter- und einen Sommermodus. Dann gibt es einen Reparaturmodus und es gibt einen Alarmmodus. Da wird wohl dann auch angezeigt, wie viel Kapazität hat diese Batterie überhaupt noch. Ich bereite jetzt alles vor und dann werden wir sie mal anschließen. Mit Vorbereiten heißt es, ich muss ja hier die einzelnen Zellen öffnen. Es ist nun keine wartungsfreie, sie ist aber
gut gefüllt. Ich hatte sie damals noch aufgefüllt mit destilliertem Wasser, dass sie nicht so schnell kaputt geht, dass die Zellen immer schön bedeckt sind. Und das sind sie jetzt auch noch. Und jetzt mache ich hier aber erstmal alles frei, dass die Batterie sozusagen auch atmen kann, wenn wir sie jetzt laden. Das sieht schon mal gut aus. Als nächstes kommt das Ladegerät dran. Da öffne ich hier mal das Kabel. Ja, vom Kabel, von der Länge, also von hier bis hier, Menge gut. Ja, somit kann ich mir Plus wie auch Minus suchen. Wie es jetzt hier, oder wie ich jetzt die Klammern hier dran mache, oder die Klemmen, spielt keine Rolle, weil wir haben hier auf diesem Ladegerät noch keinen Strom drauf. Immer gucken, dass die Klemmen auch einen guten Kontakt zur Batterie haben. Gut, jetzt öffne ich noch das Kabel und dann schauen wir mal. Also erst immer die Klemmen anbringen und dann danach könnt ihr dann den Strom anbringen. Gut, mal anstecken. Strom ist drauf. Und es tut sich auch schon was. Da steht DS5. Okay, hier haben wir noch einen Modus. Ich war noch gar nicht dran und schon habe ich hier gestellt. Okay, wir laden jetzt eine 12 Volt Batterie. Hier steht auch Sommer. Und ready sozusagen. Gut, viel kann ich euch da gar nicht zu sagen, weil ich habe da zu wenig Beschreibung für. Aber wir drücken hier trotzdem nochmal drauf, ne, auf Mode. Ah, jetzt leuchtet hier Sommer auf. Mal gucken. Full. Das kann nicht sein. Voll kann sie nicht sein. Auf keinen Fall. Wir können ja mal die Klemme abnehmen. Und ich setze nochmal die Klemme an. Das kann nicht sein, dass die Batterie voll ist. Es sei denn, es liegt an meinem Roller, dass die Batterie vielleicht doch voll ist. Und irgendwas an meinem Roller nicht stimmt, dass ich den oder keinen Kontakt zur Batterie herstellen kann, um den Anlasser zu starten. Gut, wir machen mal weiter. Hier zeigt es immer noch voll an. Wir lassen jetzt einfach mal nachladen. Mehr kann ich hier gar nicht einstellen. Es gibt nur diese Mode-Taste. Und wie es jetzt aber aussieht, lädt die Batterie dazu. Wie man jetzt schön sehen kann, wird geladen. DF5. Da weiß ich natürlich jetzt noch nicht Bescheid, was das zu bedeuten hat. Aber auf jeden Fall wird hier jetzt zugeladen. Anscheinend ist die Batterie zu 100% in Ordnung und wird jetzt dementsprechend zugeladen. Und es wurde erkannt, dass es eine Motorradbatterie ist. Seht ihr, hier ist eine hellblaue Leuchte, da vorne dieser Punkt. Das leuchtet hellblau und zeigt an, dass das eine Motorradbatterie ist. Und jetzt bin ich einfach mal leise und hier hört ihr im Hintergrund den Lüfter. Ich lasse jetzt die Batterie erstmal aufladen und das Gerät hätte sie nicht angenommen, wenn irgendwas dran gewesen wäre, dass sie defekt ist oder einen großen Defekt hat. Es stand jetzt
zuletzt auf Reparieren. Ich bin mal gespannt, wie das dann so funktioniert. Und spätestens, wenn wir hochfahren zum anderen Roller und die Batterie wieder einsetzen und den Motor starten, dann werden wir sehen, bricht sie zusammen oder springt ihr auch damit an. Bevor wir das Ganze dann machen, nach dem Laden messen wir die Batterie, wie viel Volt sie noch bringt in Nichtbenutzung, also in der Ruhephase, und dann fahren wir anschließend zum anderen Roller. Die Batterie ist vollgeladen. Das heißt, wir gucken jetzt noch mal nach destilliertem Wasser. Ich nehme jetzt eine Taschenlampe und versuche mal, sie hier hinten anzuhalten. Ich glaube, das kann man sehen. Und hier sind, wie man sieht, Zellen auf Low und auf Gut. Um das Ganze noch besser zu machen, ich gucke gerade mal. Ja, ich glaube, ich muss das wirklich so anhalten, dass man das hier sieht. Hier, wo es schimmert, sieht man, also da kann ich noch ein bisschen was auffüllen. Hier, wenn ich so schwappe vielleicht. Die ein oder andere Zelle kann immer noch ein bisschen destilliertes Wasser vertragen. Hier habe ich mein destilliertes Wasser. Ich nehme mir einfach eine Spritze und ziehe mal ein bisschen was auf. Jetzt habe ich ja gesehen, wo meine einzelnen Zellen noch Wasser oder destilliertes Wasser benötigen. Gut, sauber machen und wieder das Ganze zusammensetzen. Nach dem Laden oder wenn die Batterie geladen ist, erst dann destilliertes Wasser rein einfüllen. Nicht vorher, nicht während die Batterie geladen wird. Immer erst später, wenn die Batterie dann sozusagen geladen ist, dann könnt ihr ohne weiteres dementsprechend auch destilliertes Wasser nachfüllen. Nicht vorher, immer danach, immer zuletzt. Ich mache jetzt hier oder verschließe die Kammern und dann können wir auch mal sehen, inwiefern, wie viel Volt sie jetzt dann hat. Ich habe hier schon alles vorbereitet. Das heißt, wir gucken gleich mal, wie viel Volt hat sie jetzt gespeichert. Und das ist auch gerade das Gute, dass man jetzt mal eine nicht wartungsfreie hat, um zu sehen, was geht da an destilliertem Wasser verloren zum Beispiel, ne? Während wir laden. Gut, wir messen jetzt mal. Messgerät stelle ich auf 20 Volt ein und jetzt stehen wir auf 0 und einmal Plus und einmal Minus. Auf was kommen wir denn? Auf 13,20 Volt. Ja, gleicht sich jetzt anscheinend ein bisschen aus. Gucken, dass ich hier auch noch richtig drauf bin. Jetzt gehe ich mal direkt auf die Pole. Von der Verschraubung mal weg und direkt auf die Pole. Ja, hält sich bei 13,10. Sollte ausreichend sein, um einen Motorroller starten zu können. Das heißt, wir nehmen jetzt diese Batterie und fahren hoch zum Außenlager und setzen sie mal in den Race ein. Ich bin mal gespannt, ob sie jetzt auch noch so weit in Ordnung ist, dass sie den Roller starten kann oder es schafft, ihn zu starten. Für die technischen Daten setze ich euch extra noch mal was mit ein,
wo ihr auch nachschauen könnt, was steht in der Beschreibung. Um das, was ich nicht dazu beitragen konnte, nochmal separat ablesen zu können. Gut, wir starten. Ja, was ich jetzt brauche, ist natürlich noch die Batterie. Die habe ich hier ein bisschen eingewickelt, falls ja doch ein bisschen Überschuss hier aus der Seite rauskommt. Ja, okay, einsetzen. Ich setze jetzt die Batterie mal ein und dann schauen wir mal weiter. Gut, bevor ich jetzt hier alles verschraube, also zumache, schauen wir mal, was die Drehzahl sagt. Ich bin mehr als zufrieden damit und ich wollte noch mal darauf zurückkommen. In Ruhestand hatte sie ja ungefähr 13,10 Volt. Das ist schon ein guter Ruhestand. Teilweise liegen auch Batterien zwischen 12,6 und 12,8 in Ruhestand. Sie hatte hier 13,10 und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und somit scheint sie auch noch heile zu sein. Das Ladegerät selbst, da muss ich mich natürlich auch noch ein bisschen mit eintüfteln, aber es ist ja wirklich verständlich gemacht. Und ich muss schon sagen, dieses Ladegerät ist wirklich zu gebrauchen. Kostenpunkt für dieses Ladegerät sind gerade in Angebot etwas über 27 Euro. Kann ich dafür eine Kaufempfehlung rausgeben? Ich denke mal mit einem ruhigen Gewissen, ja, auf jeden Fall. Es tut das, was es machen soll oder was es tun soll. Ja, machen soll, würde ich schon eher sagen. Auf jeden Fall, man kann es kaufen und man kann damit auch arbeiten. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.